Eigentlich könnte man sagen, Happy Birthday, Mr. Ex-Präsident Barack Obama feiert heute seinen runden 60. Geburtstag. Der ehemalige Präsident möchte das ausgiebig feiern und genau das sorgt jetzt auch für eine kleine Aufregung in den USA, denn es hat zuerst geheißen, dass Barack Obama für das kommende Wochenende eine Riesenfeier geplant hätte. Auf der Urlauberinsel Martha's Vineyard. Hier hätten hunderte Festgäste auftauchen sollen für diese Veranstaltung, die geplant war im Freien. Doch natürlich angesichts des rasanten Anstiegs der Infektionen mit dem Delta-Virus hier in den USA hat das für Zündstoff gesorgt, für Politischen. Die Feier wurde kritisiert von vielen hier in den USA, auch von Gesundheitsexperten. Man sagte, dass es ein falsches Signal wäre, wenn der ehemalige Präsident eine riesige Party feiern würde mit hunderten Festgästen. Jetzt heißt es aus dem Lager von Barack Obama, dass die Feier zurückgestutzt wurde, dass es weniger Gäste geben soll, dass alles im Freien stattfinden soll. All das natürlich auch ein Zeichen, dass man es doch ernst nimmt mit der Delta-Variante, die in den USA wirklich für dramatische Anstiege gesorgt hat in den letzten Wochen. Besonders in Florida und in Texas wie auch in Louisiana gehen die Zahlen durch die Decke. Es ist besonders ein Problem, da in diesen Staaten viele Menschen noch nicht geimpft sind. Wie gesagt, Barack Obama wird feiern, heute natürlich an seinem Geburtstag wie auch am Wochenende, das Ganze allerdings im kleineren Rahmen, und dass das Ganze zu einem Politikum geworden ist, zeigt auch, wie nervös die Amerikaner inzwischen sind bezüglich der Delta-Variante.